Laut der Investigativjournalistin Rebecca Quintanz-Lopez soll der Ex-König tausende Geliebte gehabt haben. Eine davon war wohl Sandra Mozarowski. Über die spanische Schauspielerin kursierten Gerüchte, dass das Mädchen schwanger war. Angeblich von Juan Carlos, erklärt Javier Bleda. Der Investigativjournalist weiter: Lasst uns nicht vergessen, das Mädchen war minderjährig. Es wurde eine Abtreibung geplant. Anfangs hatte sie dem zugestimmt, bis sie anfing, das Baby zu spüren. Sie war im fünften Monat, als sie starb. Sie soll beim Blumengießen vom Balkon gefallen sein. Aber es gab auch die Vermutung, dass jemand sie geschubst haben könnte. Merkwürdig ist, dass ihr Autopsiebericht verschwand. Irgendwas war bei ihrem Tod faul. Doch warum gab es keine Ermittlungen in diesem äußerst mysteriösen Vorkommnis, das als Unfall deklariert wurde? Javier Ayuso, Leiter der Kommunikation des Königshauses in den Jahren 2012, 2013 und 2014, meint, der Leiter des spanischen Geheimdienstes war über viele Jahre die rechte Hand des Königs. Ana Romero, frühere Königshauskorrespondentin, fügt hinzu, der Leiter des Geheimdienstes war ein treuer Freund des Königs und er beschützte ihn vollkommen. Juan Carlos hat gelernt, wenn ich den Geheimdienst auf meiner Seite habe, habe ich Macht. Sie passen auf mich auf. Das passt zu dem, was Investigativjournalist Javier Bleda schließlich ergänzt. Sie, der Geheimdienst, halfen dem König in extremen Situationen, wie angeblich damals im Fall von Sandra Mozarowski.